Der hat Spaß daran, Kindern zu helfen, und es geht ihm nicht darum, uns jetzt zu sagen, oh, ihr könnt das auch und wir sind ja hier die Tollen, sondern er will einfach, dass möglichst viele Kinder das erfahren. Und das strahlt der total aus und dadurch, der reißt einen einfach mit. Mein Name ist Doris Wolf, ich wohne seit 18 Jahren in Potsdam mit meiner Familie, habe da zwei Kinder, die beide da zur Schule gehen, und bin auch viel in Berlin und deshalb auch in dem Seminar hier in Berlin. Und es hat sich ergeben, das Seminar zu machen über eine Freundin, die auch als Coach arbeitet und mir davon erzählt hat. Dann habe ich, wie man das neugierig macht, rumgegoogelt und festgestellt, dass das eigentlich die Ausbildung der eine Teil ist, der richtig gut ist. Aber da wusste ich ja noch nicht, was mich erwartet. Und der andere Teil, den ich von Anfang an spannend fand, war, dass man unterstützt wird, dass man das Netzwerk hat und dass man nicht alleine dasteht am Ende. Ich habe seit Wochen rumgegoogelt, wo kann ich wie, welche Ausbildung, was passt zu mir, und habe jedes Mal, wenn ich auf dem Anmeldebogen gelandet war, gezögert, und in diesem Fall nicht, und ich weiß nicht warum, ich kann es nicht beantworten. Das war so. Am ersten Tag hat der Daniel zu uns im Kurs gesagt, legt mal eure Zettel und Stifte weg, schreibt nicht alles auf, ich gebe euch hinterher Material, hört mir einfach zu und ich erkläre das so, dass am Ende alles an seinen Platz fällt. Und ich dachte, klar. Und habe erst mal angefangen mitzuschreiben. Das hat er aber an diesem Tag immer wiederholt. Lass das mal, leg's mal weg, vertraut mir und so. Und ich habe nach ein paar Stunden angefangen, ihm zu vertrauen, weil er alles in begreifbaren Metaphern erzählt hat. Wenn mir jetzt einer das Stichwort Marienkäfer sagt, dann weiß ich genau, wie ich auf ein Kind eingehe, um rauszufinden, was ich wissen will. Für mich war das fast schöner, das ausprobieren zu können und jemandem was geben zu können damit und helfen zu können, als dass es bei mir selber gemacht wird. Also dieses Gefühl, ich kann das umsetzen und das funktioniert auch. Das war total befriedigend und ein Glücksgefühl. Das war toll. Also der hat ein schauspielerisches Talent, würde ich ihm definitiv zuschreiben, weil er auch immer wieder die Kinder spielt und so in diese Rollen reingeht. Aber auch wenn er so diese Metaphern erzählt oder Geschichten, die er erlebt hat, man spürt das regelrecht. Also man merkt, dass er das lebt, dass er davon überzeugt ist und dass er möchte, dass das über uns möglichst vielen Kindern zuteil wird. Und dadurch, dass man das so authentisch spürt, macht es auch Spaß, ihm zuzuhören und mitzugehen.